Willkommen zurück zur dritten Aufnahme des heutigen Abends. Ich bin gerade dabei, meine Gesetze ein wenig zu ändern. Ich werde den Bürgerfokus erhöhen, das heißt, ich werde mehr Steuern von den Bürgern kriegen und dafür aber weniger Truppen von ihnen. Das ist mir aber wurscht. Wir brauchen 50 Pietät dafür und ich glaube, das haben wir. Steuern. So, Das waren wahrscheinlich wieder 100 Pietät, würde ich vermuten. ja. Ich habe jetzt 126 Goldstücke. Ich würde ganz gerne Stables bauen, zumindest noch, weil meine Kavallerie ist stark und die Camel Training Grounds schaffe ich eh nicht. So viel Geld krieg ich glaube ich in dem Leben nicht mehr zusammen. Und wer weiß, ob das Geld übernommen wird von meinem Sohn, falls ich sterbe. Weißt du, wie das ist mit dem Geld? Ich hoffe, ich Ich sterbe glaube, das wirklich Geld wird vor meinem übernommen, ja. Sohn. Geld wird übernommen, Prestige nicht und Pietät. Ja, klar. Also Oder ich glaube, Prestige. ein Zehntel des Prestige oder so dann. Prestige und Pietät sollte er eh schon mitbringen, weil immerhin ist er ja selbst schon Herrscher. Inu Umiya wird in 10 Tagen eine Schlacht zwischen Aguang und dem Abbasiden-Kalifat stattfinden. Aber eine eher zahlenmäßig bescheidene. Trotzdem wird es wahrscheinlich diesen Krieg entscheiden. 15.000 Mann auf jeder Seite, 1.500 Mann auf jeder Seite. Aber immerhin solltest du es so sehen, sie versuchen das ganze Emirat unter ihre Kontrolle zu bringen und nicht einfach nur deine Provinz. Weil mit deiner Provinz wärst du aus dem Spiel. Es ist wurscht, wenn sie wieder alle gefangen setzen, die da drinnen sind. Und momentan, das sind aber nicht so viele, Gott sei Dank, das ist der Vorteil, weil die sind eh schon alle gefangen. Können wir anpausen übrigens? Ach so, Entschuldigung, ich habe gar nicht Wie heißt mitgekriegt, dass wir noch in der Pause hier? sind. Ah, Mist. Tut mir leid. Ich war zu sehr fasziniert von meinem Sohn, der im Übrigen selbst auch schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder hat. Davon nur eine Tochter. Und zumindest aussterben wird meine Familie nicht. So, die Entscheidungsschlacht beginnt nur mir. Das finde ich interessant. Ich sehe gerade bei Die der Schlacht ist auf der Kippe. Nachfolgeregelung, dass mein Sohn erben würde. Als zweiter Erbe ist der zweite Sohn von mir und der dritte Sohn von mir ist quasi der dritte Erbe. Aber danach kommen meine Enkel und nicht Tja, das ist meine anderen komplett Söhne. irrelevant, René. Also die Invasion im Norden dürfte zurückgeschlagen werden. So wie es Ja. ausschaut. Das Kalifat gewinnt haarscharf die Schlacht von Umiya gegen Aguang. So, damit ist der Krieg jetzt auf 33% plus mit dieser Schlacht. Die Das ist Belagerung gut. ist aufgehoben. Das ist Und die Revolte zieht sich dahin. Die ist auf minus 82%, aber
Ja, schon, aber die haben mehr als doppelt so viel Truppen noch wie ihr, sehe ich gerade. Ja, das Problem bei mir ist auch, ich replenische meine Truppen überhaupt nicht, weil ich jetzt diese halbe Rubberband habe, weil ich belagert war. Ja, Jo. klar. Das Land ist einfach vernichtet mittlerweile. Ja, weil sonst, wenn ich nur 1000 hätte, würde ich dem ja meinen E-Mail unterstellen, dann könnten wir zumindest hoffen, noch einmal eine Entscheidungsschlacht schlagen zu können. Aber das schaut schlecht aus. Gute Emir hat selber auch nur knapp 1000 Mann zur Verfügung, also die Armee der Rebellen muss nicht sitzen. Was ist das da für ein Gebiet da? Al-Yamama. Ist das ein eigenes Königreich? Ja. Der hat keinen Dings, der hat keinen. Der hat dann nichts über ihm. Das ist so So, ein der Scheichtum, Krieg das gegen nichts Bukhara wert. wird bald beendet sein. Verdammt. Isfahan ist an Bukhara gefallen. Wie zu erwarten war. Okay. Ah, tatsächlich. Ärgerlich. Gut, Wenn du warte dich mal, ich erinnerst, habe da. ganz zu Anfang unseres Spiels haben dort die Leute fröhlich Bürgerkrieg miteinander gespielt. Ja, das stimmt, das stimmt. Und zwar ziemlich lange und ziemlich viel. Ich habe da nur ganz Na gut, kurz schauen wir mal, was bei dir passiert. drei kleinere Events. Das erste ist, aber das siehst du wahrscheinlich eh auch. Das ist das, dass Ich wir schaue auf jeden Fall. Isfahan verloren haben. So, das zweite. My subjective opinions have always given me more praise than criticism. Who knew being arbitrary could be good? Okay. Gut, 15 Prestige, weil ich arbitrary bin. Auch nicht schlecht. A group of robbers calling themselves a band of brothers have been brought before me. The long list of all their crimes does not put them in good light. Why would I care about some petty thieves? They will pay amercement. Was heißt Wiedergutmachung. amercement? Wiedergutmachung. Huh? Off with their heads. Off with their heads. Das kann ich machen, weil ich cruel bin. Ja, wenn ich cruel bin, dann muss ich Off with their heads machen. Ja. Okay, machen wir weiter. Ich sehe gerade, ich habe da an meiner Flanke ein winziges, lächerliches Scheichtum, das ganz alleine steht. Vielleicht könnte man das erobern, aber ich habe eh schon so wenig Möglichkeiten, meine Domain Size. Aber ja. Okay, Pause. Okay. Folgendes. Nachdem ich unter Regentschaft lebe momentan, darf ich offenbar auch keine neuen Council-Members benennen. Wenn du dich erinnerst, als ich in Panik war und in den Krieg gezogen bin, habe ich ja einen neuen Soldaten an meinen Hof gerufen, der sehr begabt war, zu meinem Glück, aber den darf ich nicht zum Marschall benennen. Allerdings kriege ich jetzt die Message, dass der behauptet, dass er fähiger ist als mein aktueller Marschall und gerne ein Marschall würde. Und im Zuge eines Events darf ich ihn jetzt zum Marschall machen. Das werde ich natürlich auch sofort machen. Ah. Okay. Na, immerhin. Neuer Marschall. Viel fähiger. Okay, weiter geht's. Gut, irgendwas wollte ich jetzt auch machen. Ah ja, stimmt. Ich wollte, weil wir gerade beim Council waren, ich werde tatsächlich versuchen, einen Claim zu createn gegen dieses Land da unten. Na toll, jetzt. Oh, das ist gleich negativ. Pleasant Spring habe ich in meinem Land. Es verbessert sogar die ganze Statistik, das ist was ganz Neues. Kalif will Truppen. Der Sultan hat, er hat sich auffällig ruhig verhalten in den letzten, in unseren Na, er jetzigen. hat sich wieder ein bisschen was erobert, aber Ja, aber es fällt nicht schon in fast nicht unserer mehr. Session, oder? Dieses Es Mal. waren ein paar Messages
Eine Eroberung war mindestens dabei. Ich krieg die schon eher weg. Sind da doch auch viele Kinder. Oh, der, mein Emir Al-Allah hat sich nochmal von den Rebellen zusammenhauen lassen. Das ist Und gut. Aguang hat genug Truppen gefunden, um da jetzt auch noch mit zu belagern. Obwohl, er belagert die Rebellen. Das ist sympathisch. Weiter so. Das ist eh lustig. Kämpfen die Rebellen auch gleichzeitig gegen Ja, Aguang? offensichtlich. Offensichtlich, was eigentlich nicht sein sollte. Naja, irgendwie schon, weil sollte Aguan jetzt gewinnen, werden die Rebellen ja auch Teil von Aguan. Weißt du, was das Allerlustigste ist? Aguang belagert Mukan, das ist mehr oder weniger die Hauptstadt der Rebellen, das ist auch die Stadt, wo ich gefangen gesetzt bin. Wenn der Mukan erobert, kann es sein, dass er entweder mich als Gefangenen übernimmt oder mich freisetzt. Bin gespannt, was da weiter passiert. Schlimmer kann es jedenfalls nicht werden. Ich bin mir nicht sicher, schlimmer kann es immer werden. Aber wenn diese Highway Rubber Band nur aufgelöst würde. Dann hätte ich aber Truppen. Ich könnte ich meine ganzen Töchter anschauen, wo die sind. Gar nichts. Ich habe deine Tochter jemanden verheiratet, der nicht ein einziges Land hat. Das ist ja urtraurig. So, ich pausiere. Es ist was passiert. Ja. Die Revolte gegen die Herrschaft von Emir al-Assad the Old ist beendet. Emir al-Allah of Ast Amirat hat verloren. Also Scheik Hisen von Mukan, der hat revoltiert, der hat gewonnen. Aha. Und ich habe keine Ahnung, was es bewirkt hat, weil er ist immer noch untertan. Meines Ja, aber er hat jetzt mehr Gebiete. Er hat das erobert, was er erobern wollte. Vielleicht. Viel wichtiger ist, viel wichtiger ist, mit dem Ende dieses Krieges bin ich automatisch freigesetzt worden. Das Gott ist sei Dank. Für dich. Die Regentschaft hat geändert. Mein jüngster Sohn kriegt jetzt einen, kurz vor seinem 16. Geburtstag doch noch einen Guardian. Ja. So, mich selbst. Ich muss nur ein paar Dinge einstellen. Dann. Mein Counselor. Dinge tun. Okay, wir können fortsetzen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da tue in dem Spiel. Das ist dir hoffentlich bewusst. Noch etwas, was ironisch ist. Emir Ias des Arzt-Emirats. Oh! Oh! Ja. Ich habe einen neuen Emir. Du hast einen ich neuen Kommandant Emir. Ich zuletzt das Kommandant gefangen gesetzt wird. Ja. Emir Al-Allah, der Alte, ist verstorben. Kurz nach Ende der Revolte. Nein, er ist nicht verstorben. Er ist nicht mehr Emir. Vielleicht hat er abgedankt. Wo ist der jetzt? Geier. Nein, der dürfte ins Exil gegangen sein. Der neue Emir versteckt sich. So,
Also der Emir hat seine Herrschaft abgegeben, dann abgedankt. Ich muss gerade schauen, wer ist dieser Emir jetzt? Das ist der Sohn vom alten Emir. Wenn du ihn anklickst, siehst du es. Tatsächlich, ja. Aber der ist Hiding noch dazu. Ja, aber warum? Der will mich als Kommandant seines Wachs gefangen gesetzt worden bin, und dazu sage ich, aber sicher doch, gerne. Ich bin Kommandant. Dann. One of your beloved wives covered the position of first. Ja. Weil mein First Wife sitzt gerade im Knast. Ha, doch. Sie wird mir jetzt mein First Wife, weil die im Knast sitzt. Auf die verzichte ich. So. Ich habe Freund getauscht. Wow, das ist so teuer, Oh, neue was Städte zu bauen. läuft allerdings rein. Vielleicht sollte ich aber darauf sparen, dass ich eine neue Stadt bauen kann in der einen Provinz. Du hast glaube ich irgendwas schon mal gemacht, gell? Eine Moschee gebaut. Nein, nicht in diesem Spiel. Nicht? Das nicht irgendwann mal gemacht, ganz am Anfang. Es erhöht natürlich die Einnahmen, ne? Ich hab's nicht gemacht, ne? Aber es ist sauteuer. Ja, ich hoffe, mein Herrscher stirbt wirklich bald. Denn mein Sohn hat so einen super Stewardship-Wert. Und ich nehme mal an, sein erster Sohn hat auch einen guten Stewardship-Wert. Ich könnte übrigens Kriege erklären jetzt gerade. Ja. Eine Menge. Aber momentan sind meine Truppen noch nicht so auf dem besten Stand. Das heißt, nein. Aber. Aber. Ich frage mich gerade, ob ich Okay, wer ist das? Woher kommt die? Was wird die tun? Also eine lange Regierungszeit hilft schon ein wenig. Meine Vasallen lieben mich alle. Sehe ich gerade. Dadurch, dass meine Erstfrau zur Zweitfrau abgestiegen ist, ist die Lösegeldsumme plötzlich deutlich niedriger, die ich für sie entrichten muss. Und ich werde sie jetzt auch um 10 Schilling statt 26. So, geschehen. Jetzt darf es mir nicht zu böse sein, dass du noch Zweitfrau bist, weil ich habe dich schon gekauft. Okay. Ich bin dir nicht böse. Ja, meine Tochter hingegen bleibt im Knast, weil das ist mir zu teuer. Warte mal, du willst Steward werden? Du willst dann ein Steward werden? Okay. Gut, mein Neffe will noch irgendwas machen. Er ist modest and humble. Never showing off or bragging, das ist gut. Immerhin wird ein Untertan von mir werden. Quietly encourage Ushia. Er kriegt Humble. Nein, okay.
wir Humble ist gut in der Position, in der er ist. Nein. Meine okay, Enkelin mein jüngster Sohn. Ja, Pech. Du hast genug Enkel, gib mal Ruhe. Mein jüngster Sohn, der sowohl Trained Diplomat als auch Trained Fighter ist, was ziemlich gut ist, obwohl er erst 15 ist, dürfte jetzt auch Just geworden sein. Oh, da bin ich natürlich stolz, das darf er. Also ich könnte noch ihm erklären, wie die Welt funktioniert, aber das tue ich nicht, ich bin stolz. Er wird Just bleiben. Außerdem habe ich ein Event bekommen, das ich noch nie gesehen habe. Your ability to plan for the long term and see the big picture has served you well as a ruler. Future generations will thank you for the work you do today. Great things come to those who wait. 25 Pietät. Das war's. Das ist das Gegenteil von meinem Arbitrary-Ereignis. Offensichtlich, ja. Ich setze fort. Aha. Übrigens, ich plane jetzt gerade, ich will nur mir hoffentlich bald wieder viele Truppen ausheben können. Das wird zwar noch ein, zwei Jahre dauern. Mhm. Und diese Highway Robber Band muss weg, sonst geht das nicht. Aber ich habe einige Kriegsgründe gegen meinen neuen Emir, der nämlich in Hiding ist. Solange er in Hiding ist, kann ich die pressen. Mhm. Und er wird ja immer noch angegriffen von Aguang und hat keine Truppen und ist wehrlos. Also eigentlich könnte ich ihn momentan zerlegen, wenn ich nur selber nicht wehrlos wäre. Also die Frage ist, ob er schneller den Krieg mit Aguang beendet oder ob ich schneller an Truppen komme. Weil wenn ein zweiteres eintritt, werde ich ihm den Krieg erklären. Ich versuche ein oder zwei Prinzen wegzunehmen. Mhm. Ja, ich versuche das gerade mit meinem wehrlosen Nachbarn. Aber dazu brauche ich einen Claim. Wobei ich bin mir nicht so ganz sicher, obwohl ich habe mir gedacht, wenn ich das erobere, werde ich es meinem Enkel schenken. So, mein ältester Sohn hat eine Tochter bekommen, schön. Schön für ihn. Mein jüngster Sohn ist patient geworden. Ich hab mittlerweile vollkommen die Übersicht verloren. Über deine Enkel, deine Nachkommenschaft, ja. Meine Nachkommenschaft, das ist unfassbar. Siehst, bei mir ist das einfacher. Meine älteste, schon längst verstorbene Tochter hat einen Sohn, der aber nicht zu meiner Familie gehört. Mein ältester Sohn hat eine Tochter, die es herrschen wird können, und alle anderen Kinder haben noch keine Kinder. Das ist. Ich bin mir außerdem nicht so ganz sicher. Ich glaube, Zwillinge liegen in meiner Familie. Die eine Enkelin, die da gestorben ist, ist auch ein Zwilling gewesen. Das ist jetzt schon das dritte Zwillingspaar in meiner Familie. So, Level Reinforcements. Ja, super. Wir haben für den, wir sind so ein guter Marschall, dass wir dem... Ja, seine Meinung von dir verbessert sich. Mhm. Meine hinteren Söhne haben alle Söhne. Finde ich gut. Jetzt bin ich langsam müde. Okay. Du erinnerst dich daran, dass ich natürlich das Angebot meines Emirs angenommen habe, sein Commander zu werden. Mhm. Okay. Als Kommandant habe ich offensichtlich in Tabriz mich herumgetrieben. Tabriz, das belagert wird von den Truppen von Aguang und jetzt gerade erobert wurde. Mhm. As enemy soldiers stream into the room, I have no choice but to surrender. I am at the mercy of Ishkan, Sahak, Sevada of Aguang. Oh mein Gott, du bist ich wieder gefangen. Bin gefangen. Ich bin gefangen und habe einen Regenten. Das ist mein Sohn diesmal. Keine Ahnung, warum es nicht wieder... vielleicht ist der schon gestorben. Hast ihn okay, ich bin in prison. Nein, er lebt
doch, und er ist auch in meinem Council. Aber irgendwie ist jetzt mein Sohn mein Regent, was okay ist. Aber, er könnte mich sogar ransomen. Ha! Schau mal, wie viel er haben will, wenn er mich ransomen. 70 Schilling, die habe ich nicht. Aber bald. Super. Also, Unfassbar. ich muss gestehen, dieses Spiel ist nicht unbedingt ein rundes Blatt für mich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut du das beeinflussen kannst eigentlich. Man kann es beeinflussen, wenn man, aber ehrlich gesagt, ich überlege mir nicht wirklich, was ich tue in dem Spiel. Guardians. The Galaxy. Jo. Meine zwei. Achso, nein, doch nicht gewesen. Das da. Das ist mein Enkel. Was wollen wir für den, für einen Guardian? Wir brauchen einen guten Steward, nein. Ah, vielleicht einen Imam. Wir werden ihn im Learning unterrichten. Diese Aguan-Typen gewinnen den Krieg gegen uns. Ist dir das bewusst? Wo ist Nein. der Kalif mit seinen Truppen? Sie haben schon Ja, 26 pfüt, er Prozent hat jetzt. Besseres zu tun. Ja. Wo hat er was Besseres zu tun? Da unten macht er ja auch nichts. Ah doch, da ist er. Was sind das für Truppen? Wie viele sind denn das? Oder? Nein, doch nicht. Ha! Endlich ein Enkel männlicher. Ein was? Ein Ich habe einen Erdmann? Enkelsohn. Oh. Schön für dich. Der erste in männlicher Linie. Sogar noch So, ich habe jetzt besser. 70 Schilling. Ich frage mich gerade, ob ich die ausgeben soll, um mich wieder zu befreien. Ich werde es machen. Ich schicke 70 Schilling nach Aguang Die werden sich freuen, und auf hoffe, jeden dass Fall. ich. Ja, wir können weitere Truppen ausheben, um meine Ehe zu prügeln. Das ist mir nicht so unrecht. Hallo? Ja. Nein, ich rede mit meinem. Mit wem? Bin freigesetzt. 70 Schilling. Ich habe gerade mitgekriegt, dass du freigesetzt wurdest. Ich weiß nicht, war das nicht etwas überhastet? Wer weiß, ob du Ja, nicht kriegt. gleich wieder gefangen gesetzt wirst. Nein, ich sitze jetzt momentan nur um hier herum, sicher. Kein Kommentar. Aber ich überlege mir jetzt, mein Leben bald zu platzieren. Nein, nicht jetzt, sondern in einer Woche. Also bei mir ist nicht allzu viel passiert in der Zwischenzeit. Ich finde das ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, ich habe jetzt Geld genug, um Stables zu bauen. Yep. Ich habe wirklich gute Truppen. Das sind keine Light Infanterie, das sind Pikeniere und schwere Infanterie. Nö, leider auch ein bisschen Kavallerie. Und Bogenschütze. Mann, mein Kalif ist momentan so schwammerhaft. Ich wette, wenn ich jetzt die Stables baue, schafft es mein Visier einen Claim zu machen, damit ich ja kein Geld habe, während er das tut. So, meine Zwillinge,
muss ich kurz an den Mann bringen. Es tut mir leid, ich mache Pause und ich glaube, ich werde nachher auch nein, die wir Aufnahme beenden jetzt aufhören. die Aufnahme. Wir beenden jetzt die Aufnahme, René. Und du hast eh schon wieder eine halbe Stunde auch. Ja, genau, ich habe gerade eine halbe Stunde. Ich wollte ihn ja, noch das heißt, ich speichere ab und beende das Spiel. Okay. Passt auch. Mache ich das nächste Mal. Und beende auch den Stream. Achso, nein, ich kann das eigentlich vergessen, das ist eh oben, das Ding. Okay. Und ja. Ich mache auch. Okay, na gut.